Hallo und willkommen zurück, meine lieben Freunde von Final Fantasy. Wir sind wieder in, ja, Final Fantasy 8. Gehen jetzt mal in den Belém Garden zurück, denn in dieser Folge gibt es die CC-Freaks in einer kompletten Folge. Ich schaff das hier am Stück. Ob ich jetzt alle, na doch, wird wahrscheinlich wieder eine XXL-Folge, da ich mir wahrscheinlich auch alle einzelnen Karten hole. Auch wenn ich es mir nicht gerade genau gemerkt habe, wer welche hatte, das ist natürlich blöd. Ich dächte aber, ich weiß es eigentlich. 1, 2, 3, doch, müsste genau hinkommen. So, wir wollen in den ersten Stock. Denn da gibt es den ersten CC-Freak. Relativ offensichtlich, habe ich ja auch schon mal erwähnt quasi. Das ist nämlich der Typ, der in dem Wegweiser immer steht. Und der irgendwie meint, ja hier, es gibt die tollen CC-Freaks und so. Ja, manchmal steht er da, manchmal aber auch nicht. Da hätten wir die. Na komm, wo bleibt er? Der muss halt dann irgendwann mal dastehen. Ich weiß gerade gar nicht, wie das genau war. Ich dächte aber, es war relativ easy. Ansonsten muss ich mal kurz ein Kartenspiel machen. Dann kommt er nämlich erst später. Na komm schon. Blöder Kunde. Ah, genau, hier ist er. Lungert meistens hier herum. Muss man halt mal ein bisschen suchen. Meistens aber oberhalb des Belém Gardens. Und hier ist er. Jo, du scheinst dich ja ziemlich gut zu schlagen. Es wird Zeit. Also gut, ich fordere dich zum Kartenspiel heraus, Squall. Während er seinen Pappfilter anspuckte. Ich bin Bube von den CC-Freaks. Du bist ein würdiger Gegner. Wenn du bereit bist, drück Viereck zum Spielen. Ja, das habe ich doch gerade. Viereck zum Spielen. Ich wusste, dass du kommst. Ein Spiel? Natürlich. Natürlich, natürlich. Ja. Ansonsten ist es relativ easy. Die Regeln, ja, haben sich zum Glück nicht weiter großartig verschlimmert. Gibt jetzt hier nur Sudden Death und, ja, Sudden Death halt. Open und One, die besten, die es eigentlich gibt. Sudden Death ist mehr oder weniger gut, da man dann nicht so hier jedes Mal die Leute neu anquatschen muss. Aber naja, hat alles Vor- und Nachteile, wie ihr wisst. So, und Tiamat. Los geht's. Ja, die haben alle schon relativ gute Karten, bloß keine seltenen wie ich jetzt. Deswegen habe ich eigentlich von den ersten Vieren wenig zu befürchten. Trotzdem sollte man die auf jeden Fall nicht unterschätzen. Also ich habe das ja schon mal getestet kurz, damit ich hier nicht komplett planlos rumlaufe. Und die sind echt nicht schlecht teilweise. Aber das werdet ihr ja noch früh genug sehen. Ihr seht ja jetzt schon, die schlagen sich echt gut. Aber meist gewinne ich halt auf den letzten Karten dann, wenn ich hier, ja, leicht überlegen bin. Ja, gewonnen. Habe ich schon irgendwas noch nicht. Granaldo und Schumi-Stamm. Dann nehmen wir Schumi-Stamm. Dankeschön. Quasi Noak. Und damit hat man den ersten schon besiegt. Mehr muss man auch nicht machen gegen den. Der hat nichts Besonderes. Deswegen lassen wir den auch quasi jetzt stehen. Ich habe verloren. Du bist stark. Aber denke nicht, dass du deswegen schon die CC-Freaks besiegt hast. Bei den CC-Freaks sind noch 6 weitere Spieler, gegen die sogar ich noch nie gewonnen habe. Den Rang des Kartenmeisters hat unser Anführer King inne. Er wird von den 4 CC-Kings beschützt. Kartenritter Kreuz, Kartenprinz Pik, Kartenprinzessin Karo und der Kartenkönigin Herz. Daneben gibt es noch einen, den ich nicht genau einschätzen kann. Den Kartenzauberer Joker. Ja, das wird echt der nervigste, das kann ich euch schon mal verraten. Da du mich jetzt geschlagen hast, werden sich die anderen bei dir bald blicken lassen. Ich wünsche dir viel Glück. Vielleicht gelingt es dir ja. So. Als nächstes wäre dann quasi... 1, 2, 3. Ach nee, nicht Karo dran. Das sind nämlich eigentlich die zwei Kolleginnen hier, aber die wollen, glaube ich, erst nachdem ich mit Kreuz gespielt habe. Dann gehen wir mal fix zu Kreuz. Der ist meistens in der Nähe von den Quartieren oder der Mensa. Da muss man mal schauen. Einfach mal hochrennen und am besten auch gleich mal heilen. Wenn ich einmal beim Quartieren bin, ist das gar nicht so eine blöde Idee. Kann doch gerne mal Dänischen anquatschen. Ja, merkt man meist, also wenn man durch Leute durchlaufen kann und sie nicht anquatschen kann, dann sind es meist Falschen. So, hier ist schon mal niemand. Hier jemand? Nee. Gehen wir erstmal kurz heilen. Ah ne, ist bloß der Knirps, wollte schon sagen.
So, ach ja. Heilen. Dum, 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 dum. Einmal kurz schlafen, ein bisschen hinlegen. Hier könnte man auch sehr teamlos werden. Habt ihr gerade gesehen, lasst mich alleine, gibt's ja auch. Wird nochmal wichtig, heute sogar in der Folge. Aber erstmal suchen wir jetzt Kreuz. So, lieber Kreuz, komm mal ran hier. Muss dann teilweise warten, bis der hier irgendwo aus dem Eingang rauskommt. Ich weiß nicht, wie ich es letztes Mal gemacht hatte. Na komm. Hab ich letztes Mal auch schon ungeduldig gesucht. Der ist irgendwie nervig. Aber es gibt noch viel schlimmere. Kann ja mal hier noch gucken, ob die hier dabei stehen. Ah, ich glaube, das waren sogar die hier. Oder? Ah. Nee, warte mal. Nee. 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 Oder doch? Nee, das waren die, glaube ich, nicht. Ach, Mann. Dieses Spiel bringt mich noch irgendwann um den Verstand. Na komm schon. Wo war er denn? Irgendwo hier. Da bin ich mir ziemlich sicher. Am Ende lief er halt doch wieder planlos durch das Spiel. Na komm. Doch hier unten irgendwo. Das sind halt solche einzelnen Spieler, die man halt echt meistens einfach nur suchen muss. Ansonsten machen wir das anders und spielen erstmal mit den Mädchen da rechts. Manchmal kommt nach dem Kottenspiel dann doch nochmal einer mehr hervor. Denn hier ist offensichtlich immer noch keiner. Außer der Knirps. Jetzt sind die Mädels da doch weg. Ah, warte mal, das könnte sein, oder? Komm, nee, du nicht. Nee. Nee. Ach ja, doch der. Ah, seht ihr? Muss ja schon ein bisschen aufpassen. Lange her, dass jemand Bube geschlagen hat. Ich bin Kreuz. Ein der 4CC Kings. Willst du ein Match? Wenn du willst, drück Viereck. Ja komm, ich hab das schon ewig gesucht, Junge. Ein Match? Ja. Übrigens ganz lustig, dass die hier anders heißen als im Lösungsguide. Weil der heißt der hier nämlich Kreuz. Naja. Okay, Excel, Diablos, bla 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 bla. Quatsch, nein. Wie gewohnt. Und Tiamat. Was haben wir denn da? Schon wieder Schumi-Stamm. Ist natürlich blöd, den haben wir ja nur schon. Soll jetzt aber nicht groß stören. Den schnappen wir uns schon mal, kriegt er auch nicht wieder. Und damit haben wir eigentlich schon gewonnen. Da wir ja unannehmbare Karten haben. Jep. Die kriegt er aber leider wieder, wenn er will. Nee, will er nicht. Dann sichern wir die auch gleich. Eiskalt, wie ich bin. Und ja, damit ist das recht eindeutig gegen den. Das sind halt nicht alle CC-Freaks so gut. Ah doch, Namtal Utok haben wir noch nicht. Nehmen wir mit. Dankeschön. Wunderbar. Da lohnen sich die Kartenspiele wenigstens richtig. Machen wir auch noch bei den Karten Fortschritt. Schön. Schön, schön. Du bist stark. Aber bei den CC-Kings gibt es noch viel stärkere als mich. Ah doch, da ist ja wirklich Kreuz. So, und dann müssen wir jetzt hier wieder zurück. Wieder zum Wegweiser. Wie gesagt, die zwei Mädels sind auch noch zwei CC-Freaks. Dum, da, dum, dum. Wann machen wir den Joker? Ganz zuletzt? Oder holen wir den uns zwischendurch schon? Na, den machen wir jetzt. Ja, den machen wir lieber zwischendurch. Es gibt ja noch eine schöne Überraschung beim König dann. So, die Mädels sind ein bisschen nervig, finde ich. Da man die hier noch nicht anreden kann, glaube ich. Oder? Ja, genau. Die halten nämlich erst hier oben beim Wegweiser an und da muss man die dann ansprechen. Ist ein bisschen unfair eigentlich. Also wenn man jetzt hier die versuchen würde anzusprechen, warum passiert denn nichts? Hallo? 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 So, und jetzt haben sie angehalten, dann geht's. Cool! Jetzt auch noch Kreuz. Bist du erstaunt? Genau, wir sind die Kartenprinzessinnen Karo. Ja. Wir beide zusammen sind Karo. Wir haben dich für ebenbürtig befunden. Lasst uns spielen. Mit vier können wir anfangen. Ja, ich warte ja nur drauf. Bist du bereit?
Bist du bereit? Bist du bereit? Ach nee, das ging ja. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Ich guck sowas nicht, aber man kennt's halt trotzdem. So. Also dann gegen Karo. Ja. Karo. Ach Gott, was mache ich denn hier? Gott, nicht Quistis, sondern Diabolus. Tiamat. Oh, und was gibt's hier so? Ah, Ellen Rockhart, Mensch. Lang nicht mehr gesehen. Ah. Okay. Ziemliche Pattsituation am Anfang. Das wird noch schlimmer eigentlich. Also, die spielen dann immer mehr auf Sicherheit, die späteren CC-Freaks. Muss man sich halt langsam vortasten und hoffen, dass er irgendwann mal eine Lücke offen lässt. So wie die quasi. Das kriegen wir, das Match. Kann nur tun, was er will. Kriegen wir sogar deutlich. Zack. Mit 7:3 für uns. Ja, da haben wir noch einen Katplepus. Katplepus, keine Ahnung. Recht starke Karte. Aber durch die 7er bin ich da immer ein bisschen abgeneigt von. So, hätten wir schon 3 von 7. Du bist stark. Echt stark. Nochmal verlieren wir nur gegen die übrigen CC-Kings. Normal. Das letzte Mal war es gegen Direktor Sid, nicht? Von den CC-Kings sind noch 2 übrig. Ja, Professor Sid ist aber, Direktor Sid ist aber leider nicht mehr in den CC-Freaks drin. So, wie kann ich mal verraten? So. Was war das nächste? Ach ja. Jetzt kommt der erste nervige Gegner. Also es gibt 2 richtig nervige, wo man einfach nur ausfreaken könnte, wenn man Pech hat. Das ist Peak und das ist Joker. Peak ist auf dem Durchgang zur zweiten, also zum Klassenzimmern. Quasi auf der zweiten Etage hier auf der Brücke. Die haben wir auch schon mal gesehen in irgendeiner Folge, da habe ich schon... Ah, oh, wir haben so viel episches Glück. Also ich habe hier beim Testen, ich glaube, 10 oder 15 Anläufe gebracht. Das ist, glaube ich, der hier, der rechte. Hallo, nicht schlecht. Hätte nicht gedacht, dass du Karo einmal schlägst. Ja, ich bin Peak, einer der insgesamt 4 CC-Kings. Wirklich lange her, seit es jemand bisher geschafft hat. Wir können beginnen. Du weißt doch, mit Fee kannst du mich herausfordern. Nö, weiß ich nicht, weißt du? Wollen wir beginnen? Also, wie gesagt, ich hatte das letzte Mal so viel Pech und jetzt habe ich halt beim ersten Mal. Das ist echt einfach schon episch. Da werden wir bestimmt beim Joker dann extra lange brauchen. So, Xel, Diablos, Secreto und Tiamat, go, go. Und was hat er? Nett, Triple-Klinge. Tripel-Klinge oder wie auch immer wir das nennen. Und ein Ölspucker. Ein Ölspucker, ja, den holen wir uns erstmal. Den wird er zwar wiederbekommen, aber ist ja egal. Und... Tja, und dann... Jetzt wird es langsam wieder interessant. Das muss ich auf sicher spielen hier. Könnte ich ganz schön hier ins Fettnäpfchen treten. Ja, okay. Haben trotzdem gewonnen. Kommt zu keinem satten Death, da wir noch den guten alten Secreto haben. Oder Minotaurus, besser gesagt. Ja, Ölspucker haben wir noch nicht. Wunderbar. 4 neue Karten bei 4 Gegnern. So muss das sein, Leute. Auch noch hochwertige Karten vor allen Dingen. So, was haben wir denn jetzt noch? Wir haben jetzt noch... Zur Erinnerung, Bube, Kreuz, Karo, Pik geschlagen. Puh, du bist wirklich stark. Ich habe verloren. Du ziehst nicht umsonst durch die Welt und sammelst Karten. Du erinnerst mich an jemanden. Genau, dieselben Talente. Ups, ich rede zu viel. So, von den 4 CC-Kings bleibt nur noch einer übrig. Herz ist aber sehr stark. Ist euch mal aufgefallen, dass wir schon 4 besiegt haben und sie sagen die ganze Zeit 4 CC-Kings? Anscheinend ist Bube einfach bloß, die Einlasskarte und zählt nicht zu den 4 CC-Kings. Naja. Ein Genie, das schon nach 3 Monaten den Thron bei den CC-Kings eingenommen hat. Aber ich denke, dass du eher ebenbürtig bist. Ach, ich rede schon wieder zu viel. Der Verlierer macht jetzt einen Abgang. Mach's gut. Komm, geh weg. Wir können uns halt nicht bewegen. Ach, noch was. Falls du wieder mit mir spielen willst, ich stehe jederzeit zur Verfügung. Bis bald. Aber der hat leider keine seltene Karte, soweit ich weiß. Wie langsam er läuft. Man kann halt, also ich kann jetzt auch nicht weglaufen gerade. So, jetzt geht's wieder. Oh, wieder Geld bekommen. Schön. Gut, dann holen wir uns jetzt Joker. Oh, der wird lästig. Den habe ich bei der Testaufnahme nicht mal gesehen. Also der ist echt noch seltener. Und zwar gibt es ihn in der Übungshalle. In der Übungshalle muss man jetzt halt... Na komm. Ja, wie soll ich sagen? Ohne Gegner 0. Ich mache auch mal lieber ohne Gegner 50. Ich bin mir da jetzt nicht ganz sicher. Es könnte auch mit Gegner 50 funktionieren, aber ich mache es trotzdem mal lieber raus. Quatsch. Koppeln.
Axel, Koppeln, Ability. Achso, ist ja schon draußen, stimmt. Fast 200.000 Kohle, mein Gott. Wohin denn damit? Hau ich doch alles gar nicht. Ja, Joker. Naja, der hat die erste seltene Karte. Da werden wir auf jeden Fall ein bisschen öfters gegen ihn spielen, sobald er mal erscheint. Vielleicht haben wir auch hier Glück mit dem ersten Mal. Dann ist es fast schon Taswan-like. Tja, waren es bloß noch drei. Na, das war trotzdem eine längere Folge, da wir gegen die letzten jetzt öfters spielen werden müssen. Düdelum. Liebe diese Musik. Ich hoffe mal, dass man die Übungshalle nicht ganz verlassen muss. Ich gehe jetzt mal immer nur durch diese Tür. Wenn es dann zu lange nicht klappt, dann schneide ich das einfach. So, den sieht man auch relativ früh. Man muss immer bloß hier hinlaufen und dann würde man auf dem Steg schon sehen, aber da ist niemand. Also wieder zurück. Yep. Den Gegner muss man dann halt in Kauf nehmen. Dafür ist ja gedacht. Ja. Lasst mich in Ruhe, blöde Kratz. Ihr könnt mir eh nichts mehr. Vor allem jetzt nicht mehr mit dem Löwenherz. Blutsaugen. Aha, aha. 40 Schaden. Mensch. Ihr strengt euch ja richtig an. Da bräuchte ihr ja nur fast 100 Attacken, um Xell zu töten. Du kannst ja fast einschlafen und die komplette Nacht das durchlaufen lassen, ohne dass was passiert. Ja, ja. So, wieder zurück. Raus hier, wieder reingehen. Und so macht man das jetzt halt, bis man einen Joker gefunden hat. Der ist halt da. Irgendwann mal, mit ein bisschen Glück. Da ist er. Ja, das war wirklich ein bisschen glücklich. Gegen den muss man übrigens nicht antreten. Also es ist ein extra optionaler Gegner, der aber halt eine seltene Karte hat, glaube ich. Und deswegen... Ah, Archeodinus. Ja, ist ein optionaler Gegner. Wenn man die CC-Freaks schlagen will, muss man den nicht besiegen. La 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 la. Fluchtangriff. Schön. Muss ich jetzt nicht an mir noch Archeodinus. Auch wenn ich mir mal die Karte von dem krallen könnte, aber... Ne, die habe ich ja sogar schon, oder? Habe ich die Karte schon? Ja, doch. Bringt, glaube ich, einen Dino-Knochen, daher weiß ich das. So. Hallo. Ach, Gott. Ich habe Hallo gesagt und nicht lass mich in Ruhe oder so. Ja, hallo Kratz, wie geht's dir so? Ja, dir geht's gut, ich weiß. Lass mich gehen, dankeschön. Ach ja, so. Ich habe total trockene Lippen. Mann, der Winter greift um sich, man merkt es schon. Verdammte Luftfeuchtigkeit. Also, absolute Luftfeuchtigkeit meine ich natürlich. Ah, du bist also Squall? Ich habe viel über dich gehört. Übrigens, brauchst du irgendwelche Items? Natürlich gegen Bezahlung. Mann im Garten. Aber ich dachte eigentlich, das war... Hä? Jetzt bin ich leicht verwirrt. Oder muss ich ihn jetzt nochmal anreden? Genau. Hey, du bist stärker geworden. Wollen wir? CC-Freaks? Ja, ich bin einer. Ich bin der Kartenzauberer Joker. Aber bei den CC-Freaks bin ich ein Außenseiter. Ja, dann spiel mit mir. Hey, du hast einen Kampfzähler? Wenn du mich gewinnst... Wenn du gegen mich gewinnst, baue ich dir eine Zusatzfunktion ein. Wollen wir jetzt? Ja, bitte. Das ist halt nochmal so eine... Also, musste ich ja sogar machen, stimmt. Also, fürs Perfect Game sowieso, aber da gibt halt auch was für einen Kampfzähler. So, na, dann wollen wir mal gegen den Kollegen hier. Nein, nicht Quistis. Raus. Darf's nicht. Und Tiamat. Go, go. Abaddon-Karte. Ansonsten nichts Neues für uns. Wie hieß die Abaddon? Ja. Aber mit einem D, keine Angst. Ich mache keine Werbung für einen anderen bekannten YouTuber. Zumindest nicht in diesem Video. So, auch hier. Eigentlich leichtes Spiel, haben wir nicht viel zu tun. Ja. Und in dem Moment, wo er jetzt oben und unten eine setzt. Ja, oder so. Naja, ist egal. Gewinnen wir trotzdem auf diesem Wege. Ja, gewonnen. Und wir können uns die Abaddon-Karte holen. Dankeschön. Wollen wir mal sehen, ob der noch seine seltene rausdrückt. Ich hoffe ja mal, dass er eine hatte. Ich weiß es gerade gar nicht ganz genau. Mann, du bist aber stark. Tja, ich hab's versprochen. Gib mir mal deinen Kampfzähler. Okay, jetzt müsstest du damit Infos über die GF einsehen können. Was ziemlich cool ist, können wir mal kurz reingucken.
ist eh wieder eine Special-Folge, die wahrscheinlich über eine Stunde sein wird am Ende. Wo war's? Ich finde das immer nie. Tutorial. Hilfe. Infos. GF-Report. Ach, GF-Report. Tja, das sehen wir ja auch. Besiegte Gegner und Kampffähigkeiten. Bis jetzt ist noch nicht eine GF kampffähig geworden. Gott sei Dank. Das wäre mal noch eine Challenge. Wobei das bei den Chars, glaube ich, noch schwieriger wäre. Ja. Ich spiele mal nochmal gegen den. Ich gucke nebenbei mal ganz unauffällig. Ich hoffe, dass es so unauffällig geht. Ja. Gucke ich mal kurz in meinem Guide hier. Ups. Ob der eine seltene Karte hat, denn nicht, dass ich jetzt hier Ewigkeiten umsonst gegen den spiele. Lalala. Und Tiamat. Go, go. Ah, er hat schon mal die Karte. Das ist schon mal schön. Ich bin dran. Dann Standarderöffnung Diabolos in die Ecke. So. Ah, es wird natürlich kompliziert hier. Ich habe jetzt nicht meinen richtigen Guide. Ich habe jetzt bloß den kleinen offen. Gucken wir mal. Da geht's los. So, nebenbei spiele ich mal noch so ein bisschen gegen den, dass er nicht ganz alleine da hockt. Hat er was Linksstarkes? Nö, hat er nicht. Sehr schön. Bla bla bla. CC. Fighter CC. Dann holen wir uns die. Ah, genau. Doch, der hat eine Karte. Und zwar. Ja, er hat die GF-Karte von Leviathan. Das heißt, wir müssen noch ein paar Mal gegen ihn spielen, holen uns aber erstmal die XATM 002 Karte. Auch eine sehr schöne Karte, aber leider unten ziemlich schwach. Also zu schwach, um das sicher zu machen. Wir haben noch ein paar Mal gegen ihn spielen, je nachdem, wie viel Glück ich jetzt auch bei dieser Sache habe. Fix mal wieder auf meinen CC-Guide. Wo ist er? Nein, das ist das Falsche. Nein, das ist auch das Falsche. Da ist er. Und zack. Und na komm. Na, eigentlich weiß ich den Rest jetzt wieder. So, spielen. Ist ja fast wie ein Livestream hier. Nebenbei noch was anderes tun. Naja. Wo ist es? Tiamat? Oh, ist mittlerweile ganz unten. Nur noch eine Karte mehr und wir haben den wieder ganz oben. Ui, da sind immer noch zwei neue, oder? Nee, doch. Ach nee, da ist auch Leviathan. Och Mensch, hier. Hab ich fast übersehen. Weil die auch nicht relativ stark ist. Der hat zwar einen Ass rechts, aber ja, es ist halt ein Ass rechts, ne? Und der Rest ist eher fragwürdig. Das ist aber zum Beispiel so eine Karte, die man für die Mitte sich gerne aufheben kann. Also wenn man jetzt Xel zum Beispiel raushauen würde, hätte man eine schöne Allrounder-Karte. Also jetzt unten, aber das könnte man natürlich umgehen. Tja, und das Spiel gewinnen wir auch ziemlich sicher gerade. Was ist denn das für eine Karte hier? Ah, Gargantor, stimmt. Ja, gut. Ne, machen wir das Ding sicher. 7-3, damit wird Leviathan uns. Ja. Eine seltene Karte mehr für uns. Wunderschön, wunderschön, wunderschön. Es ist schon wieder so viele neue Karten hier. Haben wir ja bald alle, wenn das so weitergeht. So, das war Joker. Das war der letzte, ich sag mal, gefährliche. Der Rest geht jetzt eigentlich relativ fix. Achso, naja gut. Nicht, wenn ich die Karten noch machen will, was ich ja eigentlich schon gerne hätte. Ich weiß nicht, was die anderen hatten, aber ich weiß, dass die anderen auf jeden Fall noch Karten hatten. CC-König weiß ich jetzt, was sie hatte. Was der nächste CC-Freak hat, weiß ich gerade nicht im Kopf, aber es war auch irgendwas. Irgendeine GF, glaube ich. Könnte ich eigentlich auch wieder nachgucken. Es geht ja nur wirklich fix, wenn ich hier noch nebenbei laufe. Zack, 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 zack. So. Wo war ich jetzt schon? Da. Lalala. Ah, genau. Genau. Die nächste CC Fuikin, muss man ja schon sagen, droppt dann. Das wurde ja schon verraten, dass das nicht sie ist. Die droppt. Also droppt. Was laber ich eigentlich schon wieder? Also die hinterlässt gerne mal ein Karbunkel. Also von der TF Karbunkel, hier dieser kleine grüne Zwerg, mit dem man Edea schön moppen konnte. Von dem die Karte findet man bei der CC Königin. Und ihr wundert euch vielleicht, warum ich hier nach oben gehe, die es nicht wissen. Ja, die CC-Königin ist. Ja, welche von beiden? Hm? Na, welche? Na komm, ratet mal. Na komm. Schuh. Hey Squall, es hat mich erstaunt, dass du Pik geschlagen, dass du Pik schlagen konntest. Aber andererseits freut es mich.
Es gab lange niemanden, der mir gewachsen war. Ich stelle mich vor, mein Name ist Shu. Man nennt mich auch die CC-Kartenkönigin Herz. Sag mir Bescheid, wenn du bereit bist. Bereit, 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 bereit. Können wir? Ja. Ja, Shu ist die Königin, muss man dazu sagen. Um das nur zu betonen, die Königin. Es gibt ja noch einen König, der natürlich übergestellt ist. So. Ach, müssen wir aufpassen hier. Ach halt, oh, es ist Leviathan hier dazwischen. Gott. Und Tiamat. Gut, die hat jetzt nichts Neues für uns, glaube ich, oder? Ja, Shu überlegt ein bisschen länger. Also wie gesagt, jetzt wird das Niveau langsam gehoben. So auf Dodonna-Niveau, sag ich mal. Da war ja auch nicht gerade doof. Die überlegt halt schon. Haben wir das schon? Domen, yep, haben wir schon. Dann setzen wir erstmal die hier kurz sicher. Aber das geht dann immer schneller, umso weniger Karten sie übrig hat. Küsschen haben wir natürlich auch schon. Ich weiß übrigens wieder, was die Level 5 Karte ist. Ist aber ein kleines Geheimnis, das sage ich euch noch nicht. Wie spielt man jetzt das? Machen wir auf sicher, glaube ich. Hab ja quasi schon gewonnen. Ja. Yep. Habe ich die schon? Na nee, Elviole haben wir noch nicht. Wunderschön, da haben wir jetzt wirklich aus jedem CC-Freak schon neue Karten rausbekommen. Elviole, Dankeschön, Dankeschön. Wunderschön. Hätten wir auch die CC-Königin besiegt. Und man kann natürlich nochmal gegen sie spielen, wenn man es unbedingt möchte. Und das möchte ich ja, da ich ja die Karbunkel-Karte gerne hätte. Ich habe verloren. Ich wusste, dass das einmal passieren würde. Kommt nochmal. Tja, das war's also. Du bist der Zweite, der mich geschlagen hat. Der andere ist der amtierende Kartenmeister, der CC-König King. Du wirst deine Bekanntschaft machen, da du ja nun alle CC-Kings geschlagen hast. Nun, diese Person ist meistens etwas launisch. Such ihn selbst. Ach ja, ab jetzt können wir einmal so zum Spaß spielen. Ja, zum Spaß. Ich will deine scheiß Karte, Bitch. Ja, der CC-König ist ein bisschen schwierig zu finden, wenn man es nicht weiß. Sogar relativ sehr, sehr schwierig. Und etwas tricky. Also ich habe da auch erstmal kurz... Mach ich denn schon wieder? Ach, Mano. Mit den ganzen Karten ist es inzwischen langsam echt schwierig, hier das richtige Team immer zu haben. Und Tiamat. Da ist er. Kabugel. Ist der Squall-Karte, der Xell-Karte sehr ähnlich, aber halt schwächer. Hat auch 8 oben, Ass unten. Aber links und rechts ist leider nur eine 4. Von daher, naja. Eher zweitrangig. So. Holen wir uns eigentlich. Ja, oh, der hat ein ganz schön gutes Deck gerade. Also seht ihr das mal? Jetzt hat er schon hier. 4 golden umrandete Karten und davon halt eine noch, ja, episch nenne ich es jetzt mal, selten. Da ist er schon mal gut dabei, muss man sagen, da hat sie schon mal echt gute Karten. Ui, jetzt wollte er sich 2 wiederholen, ja, das war jetzt klar. Ja, das wird erstmal unentschieden bleiben. Wird auf den satten Death hinauslaufen. Yep, hat sich aber jetzt nichts weiter getan, von daher einfach wieder dasselbe Eröffnung. Mit dem Unterschied, dass er jetzt seinen Karbunkel nicht sicher setzen kann, also sie ihren Karbunkel. Ja, dachte er. Und am Ende war es doch eigentlich sicher. Naja, setzt er auch wieder sicher. Das ist halt so das Einzige, was man eigentlich tun kann, die ganze Zeit. Gegen solche hochrangigen Gegner. Einfach nur die ganze Zeit irgendwie sicher setzen und hoffen, dass dann irgendwann mal sich eine Gelegenheit ergibt. Wie zum Beispiel... Ah, damn it. Kriegen wir das? Doch, das kriegen wir. Denn egal was er macht, ich krieg die letzte Karte. Hihihi. Tata! Und damit haben wir Karbunkel gewonnen. Ja. Yep. Und was haben wir hier noch? Nicht. Ah, Garantor immer noch. Ja, Karbunkel. Okay, dankeschön. Damit hätten wir jetzt schon 6 von 7 CC-Freaks besiegt. Wie gesagt, relativ. Naja, es ist nicht so schwer, aber man muss schon ein bisschen drauf achten, was man tut. Und vor allen Dingen, wenn man es zügig machen will. Muss man eigentlich wissen, wo die sind. Na dann, müssen wir wieder herunter. Gibt's noch ein bisschen zu laufen, aber nicht so weit, keine Angst. Ja, ja, wir nehmen ganz schön den Garten aus. Verleiben uns hier alle Karten ein. Mohahaha. Aber das ist noch die leichte Kartenquest, die schwere kommt dann erst noch. Was ich dann wahrscheinlich echt einfach nur hassen werde. Weiß ich auch nicht, ob ich das alles offscreen machen kann. So einfach, da man da, ja, mit den Regeln ganz schön ins Gehege kommt. Aber das werdet ihr dann wahrscheinlich alles noch sehen. Ich hoffe es mal, dass ihr es noch sehen werdet, weil das heißt dann, ich habe es gemacht. So. Also dann, nach links. Und nicht zu weit.
Wir wollen direkt ins Lazarett. Und zwar mit Dr. Kadowaki. Und keine Angst, die ist nicht der CC-König. Das wäre jetzt viel zu einfach, wenn ich das schon so angekündigt habe, dass es relativ schwierig ist, die zu finden. Oder den zu finden. So, meine Doktorin. Unglaublich, Squall. Du hast die CC-Kings alle geschlagen. Ich verstehe mich nicht falsch. Ich habe mit CC-Freaks nichts mehr am Hut. Ziemlich schwierig, CC-Freaks mit zugehaltener Nase auszusprechen. Naja, dir kann ich's ja sagen. Ich war lange Zeit der King, aber vor 4 Jahren habe ich ihr den Thron überlassen. Wer sie ist, tut mir leid, aber das kann ich dir leider nicht sagen. Such sie selber. Aber da du ja die CC-Kings geschlagen hast, wird sie von selbst kommen. Ja, so ein kleiner Hinweis. So, schlagen wir mir die trotzdem nochmal? Hm? Karten? Ja, Karten, liebe kleine Dr. Kadowaki. Ja, sie muss man besiegen, um erstmal quasi die Möglichkeit freizuschalten, jetzt gegen den CC-King anzutreten. Ach, es ist ja auch noch Kabunkel dazwischen, wie ätzend. Und hier haben wir das ganz oben. Darf man nämlich immer mehr seine Karten suchen. Die hat auch ganz gute Karten, muss man dazu sagen. Also darf man auch nicht unterschätzen. Aber keine seltene. Von daher, ich glaube zumindest, dass sie keine hatte. Ich habe mir alles markiert, was wichtig ist. Und den Rest kann ich dann irgendwann mal in einer gesammelten Folge gegen Ende tun. Vermutlich dann aber auch erst nach der letzten Quest quasi. Also nach der CC-Quest, nach der letzten Karten-Quest. So, welche haben wir noch nicht? Nur die erste. Die BGH251F2. Jo. Auch wieder ganz nett rechts unten, aber zu schwach. Da haben wir schon Diabolus. Von daher auch für uns unnütz. Nur für die Sammlung echt interessant. Okay, hätten wir die geschlagen. Und dann kann man quasi direkt zum nächsten Teil gehen von der Quest. Der letzte Teil. Auf dem Weg zum CC-König. Ich hoffe, ihr seid schon gespannt, für die, die es nicht wissen. Ist eigentlich recht lustig, wenn man das so mitbedenkt. Ja, wir müssen jetzt ins Quartier gehen. Da kurz schlafen, mehr oder weniger kurz. Also, es steht in den Guides recht ungenau, finde ich. Zumindest, ja doch, sag mal, in einem habe ich es, glaube ich, genauer nochmal gelesen gehabt. Habe mir da nichts weiter dabei gedacht und dann ist mir aber doch wieder eingefallen, zum Glück. Also ich lese mal vor, was im offiziellen Lösungsbuch steht. Legen Sie sich anschließend auf das Bett in Ihrem Quartier und lassen Sie sich überraschen. Ja, es ist auch so. Dazu muss gesagt werden, muss alleine sein. Sorry, lasst mich allein. Und man muss mehrfach schlafen. Hinlegen. Und wenn man Glück hat, müsste es dann irgendwann mal funktionieren. Yep. Beim letzten Mal hat es bei mir nach 3 oder 4 Mal Schlafen erst geklappt. Jetzt nach 2 Mal. Sowieso eine Lucky Session hoch 3. Wie hast du bloß die CT-Kings besiegt? Endlich jemand, mit dem ich ernsthaft spielen kann. What the fuck? Quistis! Der Anführer der CT-Kings, der Kartenmeister King. Das bin ich, Quistis Tui. Endlich mal wieder ein Uninfo. Squall, du bist einfach klasse. Wie hast du es geschafft, in so kurzer Zeit so stark zu werden? Ich habe gehofft, dass du es bisher schaffst. Ja, jetzt wird man direkt reingeworfen und darf sich nicht mehr entscheiden. Ja, Quistis ist der CC-König. Und ja, halt auch wirklich relativ stark. Jetzt muss ich immer erst die Karten suchen, das nervt ja erstmal. Gut, los geht's. Nett. Ja, auch Quistis hat eine seltene Karte. Bisschen spoilerisch ist die Karte, aber naja, ist ja bis jetzt hier fast jede, die größer ist. Ja, zum Beispiel bis 8 ist auch eine Spoilerkarte. Ja, Quistis überlegt sehr lange, deswegen kann es jetzt noch ein bisschen ziehen, wenn ich da jetzt nicht bald mal, ja, sehr lange. Ja, es kann schon ein bisschen ziehen, wenn ich da jetzt nicht bald mal die Karte dann bekomme. Ich weiß auch gar nicht, was so lange labern soll, so lange wie die überlegt, Alter. Gott, da habe ich schon das ganze Match durchdacht quasi. Ist ein Schach, junge Quistis. Ah ne, da versteht man lieber nicht die Karte, sondern Diabolus. So, und schon geht es ein bisschen schneller. Kann man jetzt ja eh verloren, geht's besser. Naja. Wie machen wir denn das jetzt? Verlieren wir kurz die. Ja, es nimmt sich glaube ich nichts. Zack. Wird sich die Xell-Karte nur Nagel reißen, aber das hat sich quasi ja erübrigt.
haben wir ja keine Differenz an, Gott sei Dank. Ja, wir holen uns die bis 8 Karte. Dankeschön, wunderbar. Sehr schön. Hammer's. Das war die komplette Quest von den CC Freaks. Wir holen uns jetzt noch die letzte Karte, die Christus hat. Ich glaube es nicht, ich habe verloren. Aber ein einzelner Sieg ist nicht genug. Wir wollen doch auch in Zukunft als Rivalen miteinander spielen. Ich bin jederzeit bereit für ein Spiel, aber nur auf der Brücke des Gartens. Bis dann, Squall. Ja, das ist ein bisschen blöd. Man muss nämlich jetzt zurück auf die Brücke gehen. Ich hatte das letzte Mal Glück und sie hat direkt ihre seltene Karte ausgespielt. Aber, naja. Wie das Spiel halt so will, ist das nicht immer so. Ja, jetzt kann man zurückgehen auf die Brücke und weiter gegen Quizzes spielen. Das tun wir auch. Selbstverständlich tun wir das. Hallo Kreuz, wie geht's? Ja, da läuft meist aus irgendeinem Eingang gerade raus. Moment. Ich will mal gerade was testen. Ich hab's mit der Mensa-Frau. Ich mach das gerade mal jetzt, wenn ich hier immer hier oben bin. Da ich nächste Zeit nicht nochmal hier hinkomme. Ach, ich bin blöd. Das war doch schon eine Mensa. Oh, jetzt laufe ich halt zur Garage. Ja, denn die Mensa-Frau gibt ja nochmal eine Quest los. Also, macht mal einen Quest-Start. Weil auch wie in der letzten XXL-Folge auch hier wieder die einzelnen CC-Freaks verlinkt haben. Hier ist die Geschirrgabe. Kaufen kannst du nebenan. Mann. Komm, rede. Ich höre dir zu, rede. Ich muss so viel erledigen. Mann, das ist blöd. Warum geht das nicht? Reagiert ihr aufs Viereck oder so? Reagiert sie, aber naja. Woher wusstest du, dass ich ein Kartenmaniac bin? Wollen wir eine Runde spielen? Ja, von mir aus. Ich hatte eine Triple Twilight Runde. Folge. Mal gucken, wie Kartenmaniac die wirklich ist. Wäre es natürlich episch, wenn die jetzt hier alle seltenen Karten einsetzen wird. Das hat noch nie jemand gewusst. Ich bin der Erste, der das ausprobiert. ja. Und Tiamat, go, go. Naja, eher durchschnittlich. Zumal ich schon eigentlich alle guten Karten habe. So. Ich weiß gerade gar nicht, wie es mit dem Counter jetzt aussieht. Alle bekommen wir jetzt eh erst später. Die eine Level 5 Karte bekommen wir auch erst mit Ragnarok. Also ist eigentlich ein... Oh, was für ein Spoiler. Ihr wisst nicht, was Ragnarok ist. Googelt auch nicht. Ihr werdet es noch erfahren. Mein Gott, was für ein Megazug. Mir doch Wurst. Was hole ich mir denn da jetzt? Granatomb. Egal. Obwohl ich die Mehrer besser gewesen wäre. Naja. So, hätten wir das? Du bist aber nicht so schlecht. Ich werde fleißig üben. Komm wieder. Sagst du jetzt was anderes? Die Jungen heutzutage denken viel an die Diät. Sie werden niemals meinen strammen Bauch übertrumpfen können. Hahaha. Ach, Manu. Das muss doch irgendwie... Das war doch hier oder so. Das geht jetzt erst ab der dritten CD. Oder muss ich da nochmal anlegen? Das ist merkwürdig. Naja. Ich werde das Geheimnis der Mensa-Frau schon noch lüften, was ich da gelesen habe. Ist auf jeden Fall eine recht unbekannte Nebenquest, die ich eigentlich schon gerne mal gemacht hätte. Nicht, dass es ein Fake ist, was ich da gelesen habe. Das wäre es ja wieder. Naja. Okay. Ja. Was war jetzt? Ach ja, Quizzes war noch. Gehen wir zurück zur Quizzes und holen uns noch die letzte Karte und dann Hammers. Wieder so eine mega lange Folge. Naja. Ich kann's ja. Ist ja nicht das erste Mal. Ach ja, so. Auch wenn es irgendwie fast schon anstrengend, so lange Folgen zu machen. Aber das Spiel verleitet ja quasi dazu. Es lässt einem ja nie zur Ruhe kommen. Beziehungsweise die Speicherpunkte sind gar nicht so häufig, finde ich. Wenn man da so aktuellere Spiele hat, kann man irgendwie alle 2 Sekunden speichern, gefühlt. Allein das war schon in Dead Space, als ich das angezockt habe, irgendwie enttäuschend. Man musste irgendwie nie Angst haben, man hatte eh immer einen Speicherpunkt. Ist doch Wurst. So, naja. Hallo, Quistis. Und wie geht's, Quistis? Komm, lass Karten spielen. Okay, ein Spiel? Ja. Nun klar. Und somit haben wir jetzt schon mal eine der stärksten Kartenspielerinnen direkt am Schiff an der Brücke, so wie die, ja,
nächststärkere hinterher, halt. Ach Gott, das ist jetzt nervig hier. Muss man immer erst ewig suchen mittlerweile. Immer noch nicht. Auch keine neue Karte für uns, glaube ich. Schade. Okay, Dormen ist nicht so gut, aber komme ich jetzt trotzdem nicht ohne Verluste ran. Muss ja immer so ein bisschen jetzt mitdenken beim Sudden Death, dass man nicht viele verlieren sollte von seinen guten Karten. Ja, ich sehe schon, dieser Tiamat-Zug bringt ihn immer total aus der Ruhe. Solange wie sie danach immer überlegt. Okay, das war eigentlich kontraproduktiv, aber naja. So, dann geht es alles ein bisschen schneller. Sichere ich die Karte und damit habe ich es wieder mal gewonnen. Ja, toll, ist doch Wurst. So ein Heini. Yep. So, nichts Neues. Na, dann nehmen wir uns Domen. Weiß gar nicht, was Tiamat nochmal machte. Was Domen nochmal machte. Ich merke mir einfach diese Kartenumwandlungen nicht. Ist aber nicht unbedingt schlimm. Na. Los, nochmal. Yep. Ich will deine Karte, deine Karte, deine Karte. Quistis, komm. Wir sind doch Freunde. Gib mal deine seltenste Karte her. So, Diabolus. Nein, das, das und Tiamat. Und da ist er. Ja. Wie gesagt, eine kleine Spoilerkarte, aber ja, zum Glück steht ja nicht da, was es wirklich ist insgesamt, also mit Beschreibung. Es ist nämlich Gilgamesh. Tja, ja, dann machen wir wieder Tiamat-Eröffnung. Spannendes Spiel. Also wer so lange bei Triple Twilight überlegt, Gott. Übrigens, Trivia-Fact mal wieder, wenn wir gerade nur so viel Zeit haben. Es ist wirklich mal Triple Twilight erschienen als Sammelkartenspiel. Ja. Problem daran ist nur, dass es nur in einer sehr limitierten Auflage erschienen ist und da es nur in Japan rausgekommen ist, ist es sehr unbekannt gewesen. Und auch geblieben, wodurch es einfach mal ziemlich gefloppt ist. Das macht er mir ziemlich zu schwitzen. Ich mach das anders. Ich mach das so, glaube ich. Und ja, schön überlistet. Wunderbar. Muss man manchmal ein bisschen mitdenken. Aber naja, Gilgamesh gehört uns. Dankeschön. Wunderbar. Ja, und damit hätten wir die Folge abgeschlossen. Ich würde sagen, ich beende den Part an dieser Stelle. Also jeden Moment, wenn ich jemanden beenden kann. Indem ich es einfach mal hier. Zack. Ich hätte nie gedacht, dass Shu einer der 40 T-Kings ist. Nida, das bleibt geheim. Ich habe es aber gewusst. Ja, komm, ich will los. So, verstanden. Wir nehmen jetzt natürlich wieder Irvine und Xel. Und in der nächsten Folge holen wir uns mal neue GF, würde ich sagen. Muhahaha, neue GF. In der Mehrzahl spreche ich wohlgemerkt. Können wir sogar mal mehr als zwei in der nächsten Folge holen. Das ging ja sogar. Tja. Ich steig mal kurz aus und speichere. Wieder mal als schönes Ausklingsel. Und bedanke mich dafür fürs Zusehen. Fürs Zusehen. 40 Minuten. 43 Minuten gegen der Part. Mensch. Aber wir haben auch viel geschafft. 7 CC-Freaks besiegt. Ihre Karten erhalten. Siehst du, was haben wir eigentlich so an Karten erhalten? Das haben wir jetzt wirklich fast alles. Also immer noch nur 2 Charakterkarten. Die kommen aber wirklich erst zuletzt. Das sind die kompliziertesten, sag ich mal. GF-Karten. Auch hier nochmal GF-Karten. Gilgamesh ist ein GF, kann ich schon mal verraten. Mokikid ist wie gesagt ein GF, den man nicht bekommen kann, ohne zu cheaten oder zu PlayStation 1 spielen mit Modul. Ja, ansonsten kennen wir den Rest ja schon. Und dann hier haben wir Boss-Karten. Also, die sind alles Bosse. Oh, da haben wir auch schon recht viel. Schön. Level 6 haben wir schon fast voll. Finden wir noch 2. Weiß jetzt gerade nicht welche, aber das lässt sich schon noch herausfinden. Level 5, wie gesagt, weiß ich, was hier fehlt. Bekommen wir noch. Ist keine Bosskarte, ist trotzdem eine seltene Karte. Tja, ansonsten war's das. Sehr, sehr fortgeschritten von den Karten her. Wunderbar. Gefällt mir. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Also, wenn wir uns dann
2 bis 3 neue GFs holen. Also bis dahin und tschüss.